Moin Moin und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Vlog, oh, fängt schon wieder gut an hier, zum zweiten Vlog im Jahr 2017 und ja, es sind einige Themen, die ich mal so ein bisschen bequaken wollte, aber diesmal machen wir es ein bisschen anders, nicht so, ich behandle jetzt ein Thema und dann später das nächste, sondern wirklich mal ein Thema abhacken und fertig und Gestikulation. Etc. Passt schon. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. Ja, starten wir direkt mal mit dem ersten Thema, in dem ich mich erstmal ein bisschen bequemer hinsetze. Und zwar, da ist jetzt auch mal, da frage ich euch jetzt mal da draußen an den Bildschirm, vielleicht könnt ihr mir ja irgendwas raten, oder ob das normal ist oder irgendwie, also an diejenigen, die eine Beziehung da draußen haben. Also, da kommt jetzt nichts Schlimmes, ich wollte nur was wissen, ob das so ist. Also, und zwar, ihr kennt ja sicherlich noch den Kizu aus dem Tuber Day Video und diversen anderen, dieser 2 Meter Hühne. Na gut, der ist nicht ganz 2 Meter, aber ich glaube nur 1,99 Meter oder sowas. Ist ja auch vollkommen wurscht. Nein, und zwar, der ist ja ein recht zeitgenössischer, guter Kumpel von mir. Zeitgenössisch, wie komme ich auf zeitgenössisch? Ist auch geil. Ein sehr geselliger Konsorte. Für gewöhnlich. So, er ist in einer Beziehung. Ist ja auch nichts Schlimmes, kann ja auch. So, gut, ist eine Fernbeziehung. Sein Liebchen kommt aus Bayern. Ich habe mit Bayern nicht sonderlich viele gute Erfahrungen, deswegen, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen komisch über die rede. Nee, auf jeden Fall, jedes Mal, wenn sein Liebchen hier ist, verhält er sich wirklich, also, sonst ist er ein sehr ruhiger, sehr geselliger Mensch, hat immer ein offenes Ohr, etc. Richtig netter Typ. Für einen Kumpel auf jeden Fall schon mal Daumen hoch. Nee, und wenn sein Liebchen hier ist, ist das das komplette Gegenteil. Nichts ist interessanter wie sein Liebchen, wie der Arsch seines Liebchens. So, er interessiert sich für nichts mehr auf der Welt. Auch wenn ich ihm über Skype mal Hi sage, keine Zeit, ich muss Arsch, ne? Also, ne, weil Hintern ist interessanter. So, und jetzt möchte ich mal von euch da draußen wissen, ist das immer so? Oder gibt es das auch anders? Oder ist das, wenn irgendjemand eine Beziehung hat, dass die Leute dann zu kompletten Arschen mutieren? Oh, ich merke gerade, mein Bildschirm spiegelt sich. Okay, das sollte ich vielleicht irgendwann mal ändern. Mal was vorkleben oder so. Ist egal. Aber ist das wirklich immer so, dass die Leute dann zu den riesigsten Arschlöchern mutieren, die es gibt? Ich weiß es nicht, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich wäre euch sehr verbunden, wirklich, wenn mir das irgendjemand beantworten könnte, weil ich habe absolut keine Ahnung. So, kommen wir zum nächsten Thema. So, Thema Nummer 2, was ich in diesem Vlog ansprechen möchte. Und zwar einmal, dass es draußen schon wieder dunkler geworden ist und wir haben es mal gerade mittags. Also, ja, Winter is coming, Game of Thrones mäßig, der Winter naht, glaube ich, I don't know, ist ja auch vollkommen egal. Nee, und zwar, am Anfang des Jahres taucht ja beim Internet die Termine für den XXL Tuber Day auf, deswegen steht ja auch ein Video XXL Tuber Day 2017. Ja, am 13. Mai findet er statt in Bottrop-Kirchhellen, zumindest so steht es auf der Internetseite. Änderungen vorbehalten, ich habe keine Ahnung, ob das bei dem Datum bleibt, ob das später kommt, ob das früher eintritt, dieses Event. Ich habe keinerlei Ahnung. Größtwahrscheinlich sieht es aber danach aus. Also ich werde dieses Jahr, im Gegensatz zum letzten Jahr, dann auf jeden Fall da sein, also bis zum jetzigen Stand der Dinge. Sieht es aus, dass ich da bin, nur so zur kleinen Info, weil ich auch sonst nicht weiß, worüber ich sonst noch quaken soll, weil mir fällt einfach sonst, wie gesagt, das Einzige, was ich halt fragen kann, das war das erste Thema und das zweite halt mit dem Tuber Day, weil ich darauf jetzt mal Stellung beziehen wollte. Ist ja auch mal eine ganz witzige Veranstaltung, nur halt das allererste Mal, wo ich da war, das ist, ich glaube, das war vor 3 Jahren oder sowas, wo ich das erste Mal da war. Da hat es sehr geregnet, das war im April. Darauf das Jahr war es relativ warm, das war auch cool. Da habe ich ja auch das Video zu hochgeladen, wo ich ja mit Kizu und dem Drake unterwegs war.
Ja, darauf das Jahr bin ich nicht da gewesen, weil diverse Herrschaften meinten, ja, wir fahren mit, okay, man hat Zugticket, man hat alles organisiert, eigentlich so perfekt, man braucht nur noch in den Zug steigen und hin. Und dann kommen die an, ja, wir haben doch keine Zeit, ja, und ich stehe da mit dem Ticket so, ab. Die Spinne sagt, rülps, könnte man auch so sagen. Ja, was geht sonst noch so bei mir? Wir haben angefangen, Magic The Gathering zu spielen, also das richtige Kartenspiel, nicht das Online-Computerspiel, sondern richtig mit den Pappkarten im Format Commander. Habe ich persönlich noch gar nicht gespielt, kann ich nicht so sagen. Ich weiß nicht, 100 Kartendeck aller mit Highlander-Regeln, also jede Karte nur einmal vorhanden. Gut, ich bin jetzt schon wieder ins nächste Thema abgedriftet. Aber sei es drum. Ja, mal gucken, wie das Format ist. Wenn ihr Magic the Gathering und das als Format Commander spielt, schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind, ob das Spaß macht. Es soll ja eigentlich auch ein Spaßformat sein, was man auch mit mehreren spielen kann. Und was ihr da so spielt. Also ich habe ein blau-rotes Commander-Deck mit irgendeiner Goblin-Tante als Commander. Und kann ich wissen, ich habe das Deck bisher nur in Schutzfolien eingepackt und ausgepackt und eingepackt und ausgepackt und eingetütet und bla und blub. Und mir ein bisschen die Karten durchgelesen und ich kenne keine einzige Karte davon. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe, da, boah, das ist schon ewig her. Ich kann die Regel schon gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal eure Kommentare auch zum ersten Thema. Und vielleicht auch über den Tubertag könnt ihr mir auch was unten reinschreiben. Sehr gerne, ob ihr da seid. Und so weiter, was eure Eindrücke vom Tubertag sind und sowas. Tobt euch mal aus in den Kommentaren. Und wenn es geht, bitte diesmal mehr als nur einer schreiben. Weil irgendwie Kommentare, ja, das war's erstmal von mir. Ich verabschiede mich, ich bin Ankateis und sage auf Wiedergeschaut.